Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie. Freuen Sie sich mit uns auf ein tolles Fußballspiel. Und die heutige Partie heißt VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Schauen wir kurz auf die Formation. Ist ein 4-5-1 geworden. Und da haben wir sie. Startaufstellung von Werder Bremen. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Uca. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Den Ball fängt er, das war nicht der beste Freistoß. Gute Flanke, Maximilian Arnold. Max Kruse, ein unfassbares Tor. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und den Ball hat er sich geholt. Und Rodriguez. Tim Klose. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt haben sie den Ball. Marc Frede. Junusovic. Gilavogi. Jung. Arnold. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Fritz. Marc Frede. Der Ball kommt. Der Ball ist im Aus. Es gibt Abstoß. Hier nochmal die Wiederholung des Führungstores. Volley nimmt er den Ball im Strafraum und mit Carajo hinein ins Glück. Maximilian Arnold. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Westergaard. Marc Frede. Souverän, er hat den Ball. Santiago Garcia.
Jetzt Kruse am Ball. Gute Parade. Sie kämpfen um den Ball. Arnold! Die kann er einfach, diese Schüsse aus der Distanz. Hier hat dann aber zum Torerfolg doch noch was gefehlt. Er steht gut und hat den Ball. Pizarro. Kruse jetzt. Trash. Ricardo Rodriguez jetzt. Jung. Jetzt Kruse am Ball. Schießt er ihn rein. Zur Ecke abgewehrt. Pizarro. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Fritz. Das gibt Freistoß. Dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Fritz. Er schießt. Den Schuss setzt er knapp daneben. Er wehrt die Ecke ab. Pizarro. Trash. Draxler. Bartels. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Ganz, das war's. Nee, er gibt abseits. Junusovic. Pizarro. Nun Rodriguez. Trash. Klose. Jetzt Rodriguez. 4 Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was. Vierinha. Santiago Garcia. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Trash. Draxler. Jetzt will ich. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr.
Rodriguez jetzt am Ball. Galvez. Bartels. Jetzt müssen sie aufpassen. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtige Aktion da kurz vor Ende des ersten Durchgangs. Er hat das Führungstor erzielt und klar, jetzt können sie den Gegner kommen lassen. Flanke. Maximilian Arnold. Max Kruse. Ein unfassbares Tor. Gute Parade. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Arnold. Jung. Und Kruse. Die Situation geklärt. Da zieht er ab. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für den VfL Wolfsburg. Dann geht es auswärts gegen den FC Augsburg. Eine interessante Konstellation. Wir sind mit von der Partie. Das macht er genau richtig. Er bleibt am Gegner dran und holt so den Einwurf für sein Team. Fritz. Jelavogi. Trash. Junusovic. Bargfrede. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt vielleicht. Gibt Abstoß. Die nächste Partie der Bremer steht an und gegen wen es geht, zeigt uns die Einblendung. Ja, es geht gegen den HSV im nächsten Bundesligaspiel. Ein echter Brocken wartet da. Hier kommt der neue Mann, André Schürrle. Gut gemacht, er spielt den Ball per Kopf weiter. Gut gemacht, gutes Tackling. Trash. Jetzt Rodriguez. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Fritz. Bargfrede. Kucha. So, er zieht ab. Das Tor. Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an.
Da hat der Super reagiert ganz schön schwer. Einfach ein Schwacher. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Dann hat die Regie dafür. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Maximilian Arnold. Das könnte die Chance werden. Nun Rodriguez. Da kann er sich den Ball holen. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Sie bereiten einen Wechsel vor. Bartels, Pizarro, Junusovic, Kante jetzt. Fritz, Pizarro, mit der Faust kann er hier retten. Gut reagiert vom Torhüter, so verhindert er den Rückstand. Trash. Der Freistoß, klare Sache. Wie immer dieses Spiel ausgehen wird, die Atmosphäre hier ist gigantisch. Das ist Weltklasse. Was die Fans hier bieten, ist einmalig. Arnold. Jetzt müssen sie aufpassen. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Pizarro. Schürrle jetzt. Trash. Fritz. Bartels. Das wird Abschluss geben. Kurzer Blick zurück nochmal auf den Ausgleich. Übersicht im Strafraum behalten. Tor ist offen. Und dann ist passiert. Gleich zwei frische Spieler kommen jetzt in die Partie. Zweikampf, aber alles fair. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Scheint so, als kämen sie spielerisch heute nicht durch. Da jetzt der Versuch, mehr lange Bälle zu spielen. Sieht ein wenig nach Brechstange aus. Wie es aussieht, haben sie ihre bisherige Taktik komplett über Bord geworfen und stürmen jetzt mit offenem Visier nach vorne. Lange Bälle sind das Mittel. Ricardo Rodriguez jetzt. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Und damit... Das ist ein Foul. Freistoß.
Jetzt gibt es den Wechsel und der Trainer versucht nochmal was. Vielleicht können sie ja mit dem neuen Mann in Führung gehen. Den Ball hat er sicher. Der aktuelle Spielstand lautet hier also 1:1 und wir schauen mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Da zieht er ab. Druck zu groß. Er kann die Chance hier leider nicht nutzen. Der weiß garantiert selbst, dass er das viel besser kann. Es wäre natürlich wichtig gewesen. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Starke Flanke. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Und er pfeift abseits. Es ist Tonali. Maximilian Arnold. Wird's jetzt gefährlich. Sehr gut reingespielt. Was los? Postschuss. Gar keine schlechte Gelegenheit eben. Sieht man ja hier in der Wiederholung auch noch mal. Geht er hin zum Ball. Gut gemacht bei diesem Wegstoß. Gebre Selassie. Schlusspfiff, es bleibt hier beim 1:1. Enge Kiste bis zum Ende, aber nun ist Schluss. Unentschieden. Kein Team hatte für mich hier entscheidende Vorteile, also das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ja, immerhin ein Treffer sprang ja für ihn heraus. Wirklich freuen wird er sich darüber aber nicht. Das Spiel haben sie nicht gewinnen können. Flanke. Maximilian Arnold. Max Kruse. Ein unfassbares Tor. Jetzt Kruse am Ball. Gute Parade. So wird das Nick. Er zieht ab. Das Tor. Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Sehr gut reingespielt. Was kostet?